Ihr wollt eine AIDA-Kreuzfahrt buchen? Dann bleibt dran! Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, dieses Wochenende, also wenn ihr das Video seht, bin ich dann schon auf Kreuzfahrt, aber für mich geht es dann dieses Wochenende nach Abu Dhabi und auf die AIDA Cosma. Das wird meine, ich glaube, 8. AIDA-Kreuzfahrt sein. Und ich mache das schon so knapp seit 10 Jahren, eigentlich immer so jedes Jahr. In den letzten 2-3 Jahren, wir wissen warum, leider nicht mehr auf der AIDA gewesen. Dennoch freue ich mich sehr auf das neue Schiff. Ich war noch nie auf der AIDA Cosma. Und auf den Orient, da war ich schon mal mit der AIDA, aber das soll hier gar nicht das Thema sein, denn ich würde ja schon sagen, dass ich so ein kleiner AIDA-Experte bin, also nicht so krass wie jetzt das Disneyland Paris und Disney, aber dennoch würde ich sagen, ich kenne mich schon ganz gut aus. Und in diesem Video möchte ich mit euch zusammen eine AIDA-Kreuzfahrt buchen, also nicht bis zum Ende, denn ich habe ja jetzt schon einen dieses Wochenende. Aber ich zeige euch Schritt für Schritt, wie das Buchen funktioniert, gebe euch auch einen Tipp und erkläre euch sowas wie, was ist AIDA Premium, was ist AIDA Vario, was ist Just AIDA, das sind verschiedene Buchungsoptionen. Und was ist danach? Wenn ihr eure AIDA-Kreuzfahrt gebucht habt, was ist dann? Denn das war es leider noch nicht. Denn bei AIDA muss man sowas wie ein Schiffsmanifest ausfüllen. Da zeige ich euch, was ihr da ausfüllen müsst. Und auch MyAIDA zeige ich euch ein bisschen. Das kann ich gerade ganz gut, denn wir haben ja eine bevorstehende Reise. Und auf MyAIDA kommt man nur, wenn man eine Reise gebucht hat. Dort kann man Ausflüge buchen und sonstige Extras. Also das zeige ich euch auch alles. Ich mache euch gleich eine Bildschirmaufnahme. Das heißt, ihr werdet nicht mehr mich sehen, sondern meinen Computerbildschirm. Und wie gesagt, Schritt für Schritt. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie dann einfach unten in die Kommentare packen. Und es wird natürlich den einen oder anderen geben, der noch mehr Bescheid weiß über AIDA als ich. Und wenn ich irgendwas vergessen sollte, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und dann wird es die Community dann auch lesen. Ansonsten werde ich natürlich auch meine AIDA-Kreuzfahrt mit der Kamera begleiten. Die werde ich mitnehmen. Ich werde eine AIDA-Cosma-Tour machen, aber auch jeden Tag vloggen und euch so gut es geht mitnehmen und auch dort Tipps geben. Also wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auf die Glocke drückt. Die Videos starten dann, nachdem ich dann wieder da bin, im Wochenrhythmus. Aber jetzt genug gequatscht. Ich würde sagen, wir buchen jetzt eine Kreuzfahrt. Bevor wir doch zu der Buchung kommen, möchte ich doch nochmal erstmal im Vorhinein über die verschiedenen Preismodelle sprechen. Ich habe euch Tabellen erstellt, die ich jetzt gleich hier einblende. Die werde ich nicht komplett durchgehen, das könnt ihr euch durchlesen. Ich werde nur auf die wichtigsten Punkte eingehen, sonst würde das hier alles den Rahmen sprengen. Also ihr habt AIDA Premium und AIDA Vario und Just AIDA. AIDA Premium ist im Prinzip das, was AIDA hat ja schon sehr lange im Voraus Reisen, ich glaube jetzt bis 2024 schon, und die Reisen haben dann alle schon AIDA Premium. AIDA Vario wird kurz ein paar Monate vor den Reisen dann freigeschaltet und Just AIDA ist eine Option, wenn ihr sehr, sehr flexibel seid und gar nicht euch die Destination oder das Schiff relativ egal ist, und dann kriegt ihr einfach von AIDA im Prinzip gesagt, an dem und dem Tag fahrt ihr da und dahin, und das ist dann auch relativ günstig. Aber hab ich noch gar keine Erfahrung mit, also ich habe bisher Vario und Premium gebucht, Just AIDA noch nie. Wenn ihr damit schon mal Erfahrung habt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Deswegen konzentriere ich mich jetzt nur auf Premium und Vario, aber ihr habt Just AIDA auch mit in der Tabelle aufgeführt. Ja, bei AIDA Premium könnt ihr zum Beispiel die Kabinennummer frei auswählen. Das bedeutet, wenn ihr vorne lieber am Schiff übernachten möchtet oder weiter hinten in der Nähe der Restaurants, dann könnt ihr das im Premium-Tarif aussuchen. Im Vario-Tarif bekommt ihr einfach eine Kabine zugeteilt. Das könnt ihr dann auch nicht wechseln. Also habe ich bisher noch nie die Erfahrung gemacht. Wir haben jetzt für die Orientreise auch Vario gebucht und eine Kabine auf Deck 5 bekommen. Aber wie gesagt, das könnt ihr euch nur im Premium-Tarif aussuchen. Dann gibt es
die Frühbucherermäßigung auch nur auf dem Premium-Tarif bis zu 3 Monate vor Reisebeginn. Da könnt ihr bis zu 300 Euro für die erste und zweite Person in der Kabine sparen. Dann gibt es Wartelistenmöglichkeiten für die Premium-Kunden. Und die Anzahlung unterscheidet sich zwischen Premium und Vario um 5%. Auch die Stornogebühren und auch die Umbuchung, die ist einmalig kostenfrei im Premium. Und im Vario-Tarif kostet sie 150 Euro pro Person. Das sind und Maya-Ida, da habt ihr direkt im Premium-Tarif, könnt ihr sofort eure Wellness-Anwendungen reservieren, Restaurants und auch Ausflüge buchen. Und bei Vario geht das leider erst 90 Tage vor Reisebeginn. Das war jetzt erstmal sowas alles zur Buchung. Dann gibt es noch Leistungen, die sich unterscheiden für An- und Abreise. Im Premium ist die Sitzplatzreservierung für den Flug kostenfrei, im Vario kostet es einen Aufpreis. Und dasselbe für das Rail-and-Fly-Ticket. Dann und Premium Economy und Business Class bekommen die Premium-Kunden oder Premium-Tarifnutzer bevorzugt gegen einen Aufpreis. Und dann kommen wir noch zu den dritten Leistungen, dritte Tabelle, die ich gebastelt habe, und zwar die Leistungen an Bord. Ihr habt als Premium-Kunde einmal die Internetnutzung, 250 Megabyte inklusive, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, im Vario-Tarif kostet es einen Aufpreis. Dann habt ihr 2 Wasserflaschen pro Kabine pro Tag im Premium-Paket. Im Vario-Tarif habt ihr das nicht, da kosten die Wasserflaschen auf der Kabine extra. Und ihr bekommt ein Willkommensgeschenk im Premium-Paket. Das war jetzt erstmal so die Leistungen und die Unterschiede zwischen Premium und Vario. Und jetzt gehen wir zur Buchung. Jetzt seid ihr schon ein bisschen, jetzt kennt ihr die Begriffe bereits und dann können wir einfacher über die Buchung sprechen. Ich bin einfach auf aida.de gegangen und suche mir jetzt ein zeitnahes Reiseziel. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Kanaren und das im Mai. Ich weiß gar nicht, ob die im Mai wieder fährt, aber das sehen wir dann gleich. Und dann schauen wir mal. Nee, leider erst im Dezember. Wir wollen ja jetzt den Vario-Tarif auch raussuchen. Dann nehmen wir doch die Adria für 2 Personen. So, dann nehmen wir hier jetzt die erste Reise, Adria ab Korfu, direkt hier im Mai. Da klicken wir dann mal drauf. Da seht ihr hier die ganzen Optionen. Und das ist der Preis im Vario-Tarif. Das seht ihr dann jetzt hier. Und hier habt ihr einmal die Route, seht ihr hier oben auf dem Bild, wie fährt das Schiff. Dann habt ihr die Personenanzahl, das könnt ihr auch ganz einfach hier ändern. Und da ist tatsächlich auch der Tipp von mir, warum wir immer relativ günstig mit AIDA fahren, ist, dass wir uns immer zu viert eine Meerblick- oder Balkonkabine teilen. Das macht schon preislich Unterschied, weil die dritte und vierte Person nur um die 300 Euro dann Aufpreis kosten und wir das natürlich trotzdem durch 4 teilen. Und das seht ihr hier, was der Unterschied von 2 Personen ist. Und wenn man die dritte, sagen wir mal, ihr würdet die Balkonkabine nehmen, 2.900, und dann macht ihr 4, da sind wir nur bei 3.150, also gar kein großer Unterschied, nur von knapp 200 Euro. Und deswegen kann man mit AIDA, wenn ihr mehrere Personen aufrappeln könnt, schon relativ gut und günstig fahren. Wir machen das jetzt aber für 2 Personen. Aber nur das ist als Tipp mal bekommen. Dann könnt ihr natürlich auch einen Flug auswählen, was wir immer vor dem C gemacht haben. Ich weiß nicht, jetzt würde ich es noch nicht so empfehlen. Wir haben immer ohne Flug gebucht und uns den Flug selbst gebucht. Dann sind wir einmal einen Tag vorher angereist, weil falls irgendwas schief geht, dann habt ihr leider nicht die Garantie von, also wenn ihr selbst anreist und ihr kommt zu spät an und das Schiff fährt weg, dann habt ihr keinen Anspruch auf euer Geld. Wenn jetzt ihr mit AIDA bucht den Flug und aus irgendeinem Grund wird der Flug gecancelt oder gestreikt oder ihr kommt zu spät, dann wartet entweder das Schiff auf euch oder ihr werdet zum nächsten Hafen gebracht von AIDA auf AIDA-Kosten. Wenn ihr den Flug nicht mit über AIDA bucht, dann habt ihr diese Sicherheit nicht. Deswegen sind wir immer einen Tag vorher angereist oder mehrere Tage vorher, kamen immer auf die Stadt an. Wir waren zum Beispiel, ich glaube, nach Thailand sind wir 2 Tage vorher hingeflogen. Wir wollten uns halt noch Bangkok angucken. Denn hier in Korfu ist es ganz gut, da fährt das Schiff erst ab 22 Uhr ab. Aber es gibt Häfen, da fährt das Schiff schon nachmittags ab. Und wenn ihr dann mittags mit dem Flugzeug ankommt, dann habt ihr gar keine Zeit mehr, die Stadt, wo ihr ankommt, anzuschauen. Deswegen haben wir dann immer noch ein paar Tage hinten oder vorne dran gehangen. Wir wählen jetzt auch erstmal die
Wir werden diese Reise auch erstmal ohne Flug buchen. Aber wie gesagt, wenn ihr mit, ist natürlich ein bisschen teurer dann der Preis, als wenn ihr wahrscheinlich es separat buchen würdet. Deswegen haben wir es auch immer separat gebucht vorher. Jetzt diesmal für AIDA Cosma haben wir den Flug mitgebucht mit AIDA. Ja, dann, und was natürlich dabei ist, ist auch der Transfer. Also vom Flughafen mit auf das Schiff. Das hat man nicht, wenn man den Flug separat bucht. Da muss man sich dann auch um den Transfer selbst kümmern. Aber ich bin da relativ easy. Ich habe damit gar kein Problem, das zu organisieren. Aber für Leute, die von vorne bis hinten alles geplant haben möchten und sich auf nichts um selbst kümmern müssten, dann auf jeden Fall alles über AIDA buchen. Dann seht ihr den Reiseverlauf, wo hält das Schiff, was habt ihr Seetage, von wann bis wann seid ihr in welcher Stadt. Das seht ihr dann alles hier. Und dann habt ihr hier auch nochmal die verschiedenen Tarife kurz erklärt, Vari und Premium. Und dann gibt es auch noch Premium All-Inclusive und Vari All-Inclusive. Das seht ihr schon hier unten. Da habt ihr einmal das Getränkepaket inklusive. Das heißt, normalerweise, AIDA ist ja eine Vollpension. Und ihr habt die, also Essen ist natürlich überall inklusive, außer in den Aufpreisrestaurants und in den Buffetrestaurants und beim Frühstück und so weiter habt ihr Getränke inklusive und auch Bier, Wein und Kaffee. Also Frühstück, Kaffee und mittags und abends habt ihr dann Bier und Wein zur Verfügung. Das ist dann im Preis inklusive. Das aber nur beim Essen. Wenn ihr jetzt an der Beachbar oder an der Poolbar oder so an sonstiger Bar euch was holen möchtet, dann kostet das extra, wenn ihr das All-Inclusive-Paket nicht gebucht habt. Und deswegen gibt es jetzt die All-Inclusive-Pakete, hatte ich bisher noch nicht bei AIDA. Das hatte aber meine Mama mal, als sie jetzt letztens in der Adria unterwegs war. Und wie gesagt, manchmal lohnt sich der, also manchmal ist der Preisunterschied gar nicht so groß und dann lohnt sich das All-Inclusive-Paket. Für uns, für unsere Orientreise hat sich tatsächlich nicht gelohnt. Da war es, glaube ich, 400 Euro Aufpreis für alle oder pro Person. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall hat es sich nicht gelohnt. Und das Social-Media-Paket ist auch inklusive, das habe ich jetzt auch schon gebucht, das kostet 24 Euro. Und das habt ihr dann im All-Inclusive-Tarif auch mit drin. Hier seht ihr jetzt mal die Preisunterschiede zwischen Vario und Premium. Manchmal unterscheiden die sich gar nicht viel, manchmal schon mehr. In der Suite zum Beispiel habt ihr gar keinen Vario-Tarif verfügbar. Also müsst ihr dann entscheiden, was für euch am besten ist. Aber da wir jetzt eine Kabine auswählen möchten, nehmen wir jetzt mal die Mehrblick-Kabine Premium und dann gehen wir wieder hoch und dann buchen wir die mal. So, jetzt hat es geklappt. Eben hat die Seite kurz gesponnen. Hier seht ihr nochmal die verschiedenen Kabinen und die verschiedenen Preise zu den Kabinen. Einmal mit All-Inclusive Premium und All-Inclusive Vario und natürlich nur Vario und Premium. Genau, wir wollten ja aber die Mehrblick-Kabine mit Premium. Hier seht ihr mal den Aufpreis, dann ist es im Prinzip knapp 350 Euro mehr für zwei Personen, wenn ihr All-Inclusive habt. Ich weiß nicht, ob für beide das Social-Media-Paket drin ist oder nur für eine Person. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. So, jetzt gehen wir mal Standard-Mehrblick-Kabine oder bevorzugte Lage. Das kostet dann noch ein bisschen mehr. Da habt ihr dann die Möglichkeit, Mitte, Namen, Entertainment zu buchen. Leider ist aktuell nur Deck 4 frei und dann könnt ihr euch jetzt hier im Prinzip die Kabine aussuchen. Und da steht dann, was alles möglich ist in der Kabine. Hier ist ein Babybett möglich, hier ist das Bett in Fahrtrichtung und sogar eine Verbindungstür gibt es zu der anderen Kabine. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine große Familie seid oder zwei Familien, dann könntet ihr solche Kabinen buchen. Oder wenn ihr AIDA-Kenner seid, könnt ihr auch direkt die Kabinennummer hier eintippen und es wird geguckt, ob die Kabine noch frei ist. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die Kabine. Dann könnt ihr jetzt hier nochmal sagen, möchtet ihr mit Flug oder Bahn oder möchtet ihr individuell anreisen? Wir sagen jetzt mal individuell. Und dann seht ihr schon An- und Abreise. Check-in-Zeiten finden Sie in Ihren Reiseunterlagen. Und damit bestätige ich, ja, ich organisiere alles selbst. Und dann gebt ihr hier eure Daten ein von beiden. Und ob ihr noch einen Reiseschutz wollt. Und das war's im Prinzip. Und dann bekommt ihr eine E-Mail mit der Rechnung und der Anzahlung. Und das war's schon. So schnell habt ihr dann eine AIDA-Reise gebucht. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, nee, also online und dieses ganze Gesuche, welches Schiff, welche Route nehme ich denn, wo möchte ich denn eigentlich hin, dass alles zu aufwendig ist, dann kann ich euch ein Reisebüro empfehlen, Boho Travel.
Verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Die haben auch Instagram, die könnt ihr direkt anschreiben, die zwei Mädels. Die haben jetzt auch meine AIDA-Kreuzfahrt gebucht und die beraten euch sehr, sehr gerne. Sagt einfach, dass ihr von mir kommt, von der Moni oder Moni Maus, und die zwei Mädels helfen euch super gern mit der Entscheidung, welches Schiff am besten für euch ist, mit Kindern, welche Kabine und. Also wenn ihr Fragen habt zur AIDA-Kreuzfahrt und Beratung braucht, dann wendet euch doch gerne an die zwei Mädels. Die würden sich sehr, sehr gern, die würden sich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, unsere Kreuzfahrt jetzt haben wir auch über die beiden gebucht. Und wenn ihr dann jetzt alles gebucht habt, dann könnt ihr euch bei MyAIDA einloggen. Egal ob jetzt über online oder auch über die Mädels. Dann bekommt ihr eine E-Mail und dann könnt ihr euch über eure Buchungsnummer einfach bei MyAIDA bei Google eingeben. Oder ihr seht ja oben auch die Adresse. Packe ich euch auch sonst in die Infobox. MyAIDA einfach einloggen. Und dann seid ihr hier auf dieser Startseite und könnt euch alles Mögliche zu eurer Reise anschauen, buchen, kaufen, wie auch immer. Ihr seht 5 Tage bis zu meiner Reise. Oder unserer Reise. Und dann seht ihr hier nochmal, was ihr gebucht habt. Und dann könnt ihr jetzt hier einfach zu ihrer AIDA-Reise gehen und zu MyAIDA. Und dann seht ihr auch nochmal hier oben eine Zusammenfassung, was gebucht wurde, die Kabinen, die Buchungsnummer, die Kundennummer von uns, die Namen der Reisenden und so weiter. Dann seht ihr hier einmal ein Manifest- und Reiseteilnehmer. Dann habt ihr Dokumente, Reiseplan und An- und Abreise. Und da gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch und ich zeige euch, was alles möglich ist. Ihr seht hier unten, planen Sie Ihre Reise, kann man Ausflüge buchen, Wellness, Kulinarik, Foto, Internet, Gutscheine, Erlebnisse und Service. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Manifest an. Wir starten mit dem Schiffsmanifest und soweit ich weiß, muss man das... Ich weiß nicht, ob 4 Wochen vor der Kreuzfahrt, wenn wir die letzte Zahlung zahlen müssten, muss auch das Schiffsmanifest ausgefüllt sein. Ihr seht, hier sind überall schon Häkchen und grüne Balken. Das heißt, das habe ich natürlich schon gemacht, sonst hätten wir jetzt nicht reisen können. Und ich gehe mit euch jetzt durch, was denn da alles so drin steht. Einmal habt ihr dann den Reiter Reiseteilnehmer. Und ich spiele euch das jetzt mal an meinem Beispiel durch. Was ihr alles eintippen müsst, das müsst ihr im Prinzip für jeden Reisenden einmal machen. Also ihr schreibt den Namen rein, Vorname, Nachname, dann die Adresse, Postleitzahl, Stadt, Land und so weiter, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf, muss es nicht, ist kein Sternchen dran und Familienstand. Ist jetzt auch nicht zwingend, aber das habe ich eingegeben. Dann geht es weiter, wenn ihr die allgemein Reiseteilnehmerinformationen ausgefüllt habt, dann geht ihr auf Kontakt. Und dann wieder an meinem Beispiel zu sehen, ihr schreibt eine Telefonnummer rein, entweder eine Handynummer oder eine Festnetznummer. In meinem Fall habe ich eine Handynummer eingegeben, dann braucht ihr auch keine Festnetznummer. Und auch eine E-Mail-Adresse. Ihr könnt aber auch theoretisch anklicken, wenn ihr keine E-Mail habt, dann braucht ihr das nicht unbedingt. Also wenn ihr das ist halt ein Sternchen dran. Entweder müsst ihr eine E-Mail-Adresse eingeben oder ihr klickt auf keine E-Mail vorhanden. Dann sind wir schon weiter. Klicken wir schon weiter. Dann kommen wir zum Thema Sicherheit. Da müsst ihr dann ausfüllen, ob ihr eine Auslandskrankenversicherung habt, in dem Fall der Fälle mit Rücktransport, ihr eingeschränkte Mobilität habt. Also braucht ihr Unterstützung? Habt ihr sonst andere Beeinträchtigungen? Seid ihr schwanger? Und dann gibt es den Notfallkontakt. Bisher haben wir den zum Glück noch nie gebraucht, aber ihr müsst einen Notfallkontakt eingeben. In dem Fall haben wir meinen Vater eingegeben. Ich könnte auch meinen Freund angeben, ist jetzt egal, meine beste Freundin. Es geht darum, dass es einen Kontakt gibt mit Vor- und Nachname, wo er wohnt und auch eine Telefonnummer und ist zwingend notwendig. E-Mail braucht ihr nicht unbedingt. Da, wie gesagt, haben wir meinen Vater eingegeben, weil der ja nicht mitkommt. Dann einmal die Einreise müsst ihr auch noch ausfüllen. Da müsst ihr dann ausfüllen, mit welchem Dokument ihr einreist. Wenn ihr jetzt in Europa zum Beispiel fliegen würdet, eine Reise in Europa machen würdet, könntet ihr auch den Personalausweis nehmen. In unserem Fall muss es der Reisepass sein, deswegen gibt es hier keine andere Option. Dann schreibt ihr den Vor- und Nachname rein, Reisepassnummer, wann der Reisepass ausgestellt wurde, Gültigkeitsdatum und die Ausstellungsbehörde. Und dann der letzte Punkt ist die Bezahlung an Bord.
Da könnt ihr jetzt dann einfach auswählen, zahlt ihr mit Kreditkarte, da könnt ihr die Kreditkarte schon hinterlegen oder zahlt ihr in bar an Bord. Und ihr könnt auch sagen, ich zahle für jemanden mit. Also in meinem Fall zum Beispiel meine Mutter. Meine Mutter zahlt auch für mich mit. Deswegen ist dann Kreuzchen dabei. Ihr könnt auch sagen, ich zahle nur für sich selbst. Und dann könnt ihr theoretisch noch eine E-Mail-Adresse hier unten eingeben für den Rechnungsempfänger, wenn ihr die E-Mail per Rechnung zugeschickt bekommen möchtet. Und das war's. Das war das Schiffsmanifest. Und wenn ihr das ausgefüllt habt, dann habt ihr überall hier oben einen Haken. Und dann seid ihr good to go. Im Reiter Dokumente habt ihr dann die Reiseunterlagen, die könnt ihr euch dann hier herunterladen. Auch eine Schiffsbroschüre zur AIDA Cosma. Und wie gesagt, die Reiseunterlagen, die solltet ihr auf jeden Fall dann auch mitführen, entweder ausgedruckt oder online. Da gibt es ja noch so Broschüren-Downloads für AIDA Barkarte oder Wellness an Bord, könnt ihr euch hier dann auch runterladen. Dann kommen wir zu Reiseplanen. Da kommt ihr auf die Ausflüge und andere Sachen, die ihr buchen könntet im Voraus. Ihr könntet das natürlich alles auch auf dem Schiff machen, aber es gibt natürlich Ausflüge, die sind sehr, sehr begehrt und deswegen sollte man die vorher dann online schon mal buchen. Dann habt ihr hier die verschiedenen Reiter, Reiseplanung, Reisekalender, meine Reservierung und Bahn buchen. Und wenn ihr dann auf Reiseplanung geht, seht ihr hier dann die verschiedenen Sachen, die ihr buchen könnt. Hier seht ihr den Plan, also unser Plan. Und ihr seht hier, ich habe einen Ausflug gebucht an dem 1. April. Ansonsten tatsächlich gar keine Ausflüge, denn ich bin nicht der größte Fan von den AIDA-Ausflügen. Was ich sehr gern mache, ist immer die Fahrradtour. Und ansonsten organisiere ich immer alles selbst. Also entweder ich organisiere, also zum Beispiel für Doha habe ich direkt eine Tour gebucht. Da werden wir auch am Schiff abgeholt oder wir holen uns ein Taxi direkt am Terminal und fahren irgendwo hin. Das machen wir zum Beispiel in Muscat. Also wir sind da relativ eigenständig. Also wenn meine Mama mit mir unterwegs ist, sind sie relativ eigenständig, weil ich mich um sowas kümmere. Wenn ihr natürlich wieder Personen seid, wo ihr sagt, nee, ich möchte die Sicherheit mit AIDA haben, dann bucht direkt hier drüber. Wenn ihr, sagen wir mal, ihr würdet gerne einen Ausflug in Doha buchen und in dem Fall habt ihr natürlich auch wieder die Sicherheit, falls irgendwie im Stau stecken solltet oder sonst was und nicht pünktlich zum Schiff zurückkommt, dann wartet das Schiff auf euch, wenn ihr in einem Ausflug seid von AIDA. Wenn ihr natürlich selbst unterwegs seid und im Stau steht und nicht pünktlich kommt, dann wartet das Schiff leider nicht auf euch. Deswegen immer genügend Zeit einrechnen. Und ihr seht hier so ein kleines Ampelsystem. Grün bedeutet, es sind noch genügend Plätze da und orange bedeutet, okay, es könnte eventuell knapp werden. Und dann habt ihr hier die verschiedenen Ausflüge, was es kostet. Dann habt ihr hier auch dann eine genauere Beschreibung, wenn ihr draufklickt, wie lang es dauert, Mindestalter, was inklusive ist. Und hier unten eine kleine Beschreibung und nochmal, was alles so während des Ausflugs passiert. Genau, also das so viel zu den Ausflügen. Ihr könnt Berechnung bezahlen, ihr könnt ganz bequem per PayPal bezahlen, Kreditkarte, hier alles relativ easy. Wie gesagt, hier zum Beispiel die Fahrradtour ist hier zum Beispiel ausgebucht. Die Fahrradtouren sind tatsächlich immer sehr, sehr begehrt und die mache ich auch sehr, sehr gerne. Aber dieses Mal habe ich mich gegen eine Fahrradtour entschieden. Dann gibt es natürlich noch Wellnessangebote, die ihr hier oben einfach buchen könnt. Wie ihr seht, da war schon was ich gebucht hatte. Ich habe hier diese Hypoxie-Hautstraffung gegen Zellulite gebucht. Keine Ahnung, ob das was ist, aber es interessiert mich mal und das mache ich mal. Ansonsten könnt ihr hier natürlich Sauna buchen, kostet dementsprechend ein bisschen extra. Maniküre, Pediküre und ihr seht tatsächlich, online kann es auch etwas günstiger sein. Wenn ihr es vorher über MyAIDA bucht, könnt ihr bis zu 20% sparen. Leider sind die 20% meistens aber nicht an Seetagen, sondern an Hafentagen, hätte mir das Wort eingefallen. Also ihr seht hier mal die Preise, ne? Und dann, oder es ist spät, wenn Abendessenzeit ist, dann habt ihr auch oft Vergünstigungen oder hier ganz früh morgens habt ihr dann ein paar Rabatte. Seetag ist oft gar kein, also da hattet ihr auch ein bisschen Rabatt. Ja, also da könnt ihr gucken, es sind nicht immer 20%, es kommt darauf an, halt wann ihr das Ganze bucht. Dann gibt es natürlich auch Massagen, also ihr könntet euch da durchklicken und so weiter. Dann einmal das Internet,
Ihr seht hier schon Social Media Flatrate einmal gebucht. Ihr gebt natürlich auch andere Pakete. Ihr seht immer die Preise. Also diese ganzen Datenvolumen ist mir auch eigentlich viel zu teuer. Es gibt auch diese Internet Flatrate, da habt ihr die ganze Zeit Internet. Für die ganze Woche kostet es 130 Euro. Für mich reicht immer die Social Media Flatrate. Da habt ihr dann, da steht hier, was ihr alles drin habt. LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Instagram und so weiter. TikTok ist leider nicht dabei. Genau, das kostet halt 24,50 Euro für eine Woche. Finde ich vollkommen in Ordnung und das reicht mir auch. Ansonsten könntet ihr noch Gutscheine und Erlebnisse an Bord buchen, wie zum Beispiel einen Heiratsantrag, wenn ihr einen machen möchtet, für 200 Euro. Und der romantische Heiratsantrag kostet dann nochmal 400 Euro, 440 Euro. Ja, also das ist nochmal zu MyAida. Hier könntet ihr auch Tagesaufenthalt für Individualgäste. Das bedeutet, wenn ihr eine eigene Abreise geplant habt und länger bleibt in dem Ort, dann könnt ihr dir sagen, ich möchte noch den ganzen Tag auf dem Schiff bleiben, bis das Schiff abfährt. Dann glaube ich, könnt ihr bis 15 oder 16 Uhr auf dem Schiff bleiben. Das kostet dann nochmal 15 Euro extra. Und ihr könnt alle Services des Schiffes weiterhin buchen. Also ausnutzen, nicht buchen, sondern nutzen. So. Dann gibt es noch eine Espresso-Kaffeemaschine, die könnt ihr euer Zimmer reservieren mit Kapseln und verschiedene Kissen, Matratzen, Topper und Windeleimer und Buggy-Verleih gibt es, Rollstuhl-Verleih, Handy-Babyphone-Verleih. Also das könnt ihr euch hier alles, so weit waren wir tatsächlich noch nicht, dass wir das alles hier mal reservieren mussten, aber gibt es. XXL Bademantel, Kimono könnt ihr euch hier auch ausleihen. Und kostet tatsächlich nichts, ihr müsst es halt nur vorher reservieren. Genau, ihr könntet Matratzentopper reservieren, Windeleimer, kostet alles nichts. Und hier unten seht ihr dann die anderen Preise. Ihr könntet auch eure Wäsche waschen. Also hier könnt ihr euch dann durchklicken, wie gesagt. Ich wollte euch noch was zur An- und Abreise sagen. Und zwar seht ihr dann bei An- und Abreise, wann der Flug dann startet und wie viel Gepäck ihr mitnehmen dürft, wenn ihr den Flug über AIDA gebucht habt. Hier könnt ihr theoretisch jetzt einen Sitzplatz reservieren, aber ich habe ja vorher gesagt, im Vario-Tarif kostet es extra, deswegen machen wir das nicht. Und theoretisch können wir jetzt noch Rail and Fly dazu buchen, aber brauchen wir auch nicht. Und da unten seht ihr mal die Kosten für, was es kostet, einen Sitzplatz zu reservieren in der Vario-Klasse. Wie gesagt, das machen wir nicht. Ich hoffe, dieses Video hat euch etwas weitergeholfen. Was ist Vario? Was ist Premium? Schiffsmanifest? AIDA buchen? Und ich hoffe, ihr begleitet mich auf meiner AIDA Orient Reise. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach unten die Kommentare. Und ja, das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.